Ich grüße dich, mein lieber Einen Alex. wunderschönen. Wie geht's dir? Ich habe schon Einen fast, wunderschönen. ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen. Ich habe, Warum? ich habe so ein bisschen erfahren, dass hier heute ein ganz besonderer Tag ist. Ich nicht. Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag, aber du wärest ja quasi da irgendwie mit dabei. Da kannst du gleich ein bisschen mehr davon erzählen. Ich kriege ja immer nicht so viel mit. Es ist ja nicht so detailreich. Ich bin auch Ja, sehr richtig. gespannt, was du gleich so ein bisschen erzählen wirst über deine Rolle in GTA 5 Roleplay. Wie du zum Roleplay gekommen bist, warum du da einen süßen Hasen im Hintergrund stehen hast und andere tolle Dinge. Aber damit purzeln wir doch einfach mal rein und ich begrüße dich nochmal ganz recht herzlich. Ich versuche dich mal mit meinen eigenen Worten mal so ein bisschen vorzustellen, mein lieber Alex. Ja, mach mal, ich bin Ja, gespannt. der Alex, howdy, lieber Alex, ich grüße dich. So, gebürtige Münchner, Hauptgame aktuell GTA 5 Roleplay, spielst aber noch ein paar andere Dinge, aber du hast eine sehr tragende Rolle auf dem Lucky 5 Server, nämlich die Rolle des Larry Skinner. Wie man auf so einen coolen Namen kommt, wirst du uns natürlich auch noch verraten. Und so ein paar andere tolle Dinge, warum du am Anfang gar nicht an Roleplay interessiert warst und warum du es einfach nur mal ausprobiert hast und was das Ganze mit einer kreativen Charakterentwicklung zu tun hat. Da sind wir auch nämlich auch mal sehr gespannt, was du da so ein bisschen erzählen Ja. kannst. Auf alle Fälle bist du eine ziemlich coole Socke, trägst einen wunderschönen Cowboy-Hut und ich habe hier einen wunderschönen Schirm besorgt. So, ganz zum Thema. Mega, ja, der Schirm darf nicht fehlen. Der muss dabei sein. So, mein lieber Alex, ich grüße Ich dich. habe den Hut auch nur an, weil du gepostet hast hier, der Cowboy. Ein echter Cowboy wird da vorgestellt heute. Deswegen Ja, musste ich genau. den Hut anziehen, weil sonst wäre ich ohne Hut hier. Genau, Aber richtig, richtig, richtig. ja, Sonst. aber man sieht halt dann die Haarpracht. Ja, Ja. die prächtige Pracht sieht Ja, man da. richtig. Ja, ich positioniere mich mal so ein bisschen. Genau, nochmal ganz kurz zur Erklärung. Also, das Ganze wird irgendwie aufgenommen. Das wird später auch nochmal so ein Podcast verwurstelt. Und ihr habt die Möglichkeit, im Chat eure Fragen auch mitzustellen. Also haut's gern raus. Und wenn es passt, wird der liebe Alex oder ich irgendwie kurz dann die Fragen beantworten. Wahrscheinlich eher du. Ja, also schauen wir mal, gell? Ich bin Nein, mag ihn natürlich. sehr gespannt. Es tut doch wirklich ganz gut, dich mal wieder auf der Mattscheibe zu haben. Das Vorgespräch lag ja schon eine ganze Weile zurück. Und ja, ich freue mich, dass du da bist. Und Ja, also ich freue mich auch. Ich freue mich. Ich finde, als mal so die Frage kam, ja, muss ich jetzt einfach mal so, das muss ich jetzt einfach mal raushauen, als jetzt mal so die Frage kam, hey, da ist so ein Format mit Schirm, Charme und Mikrofon. Ja, jetzt bin ich ja wirklich noch, ich kenne ja von früher sogar noch die Serie, ja, mit Schirmscham und Melone. genau, da Also kommt ganz es. toll. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das ist schon mal ein interessanter Name. Und dann habe ich mir das mal alles angeschaut und ich fand das Format halt einfach cool. Einfach von der Idee her fand ich es cool. Und ich fand auch dich ganz cool. Ich fand so einfach das Format, ja, das einfach ein schönes Ding. Und dann habe ich mir gedacht, hey, na klar, da möchte ich einfach mal mitmachen. Und dann, hey, warum nicht? Das ist auch mal ein bisschen transparenter sein, auch mal was anderes reinbringen. Also wunderbar. Also mich hatte Kam wie gerufen. super. Aber eine Sache hast du wirklich gut hingekriegt und deswegen bin ich auch so ein bisschen drauf gekommen und deswegen habe ich ja all meinen Mut zusammengenommen, ja, und habe dich ja damals mal gefragt. Das fing ja quasi an, du hattest damals mal auf deinem Discord nach jemandem gesucht, der so ein bisschen Video cuttet für dich, ne? Und da hatte ich mich ja quasi gemeldet. Ich habe das dann gelesen, bin ja auch mal auf dem Discord drauf gepurzelt und habe dann gedacht, ja, meine Frau guckt schon wieder so. Ja, meine Frau ist schuld. Ja, also meine Frau ist ganz große Roleplay-Guckerin und findet das ganz toll und guckt auch dich immer ganz gerne und habe dann immer so mit dem halben Ohr mitgehört. Und dann bin ich irgendwann draufgeputzelt und so kam das dann. Dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen, habe dich gefragt und jetzt sitzen wir hier. Ja. Naja, jedenfalls, was ich auf jeden Fall sagen kann, ja, ist, dass ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne hier bin. Und ja, ich würde mal sagen, du gibst mir jetzt mal kurz die Guidance, ja, dann sagst du nämlich mal, was willst du denn mal, mit was möchtest du denn beginnen? Ja, wir können mit Roll, also GTA kann ich ein bisschen was erzählen, klar, natürlich. Ja, ich würde mal sagen, aber ich würde sagen, dann mach mal. Ja, genau, pass auf, pass auf, Ich pass stehe auf. zur Du Verfügung. stehst zur Verfügung und zwar mit Schirm, Charme und Mikrofon. Ja, das ist ja quasi so ein Format, wir wollen da so ein bisschen die Leute kennenlernen.
So, ne? Da geht es ja gar nicht so hauptsächlich, natürlich bei dir natürlich auch ein bisschen ums Format. Da kannst du noch was erzählen, aber hauptsächlich geht es um die Menschen dahinter. Ja? Das heißt, uns interessiert erstmal so ein bisschen in erster Linie, wie bist du zum Stream gekommen? Wie kamst du irgendwann ist dein Leben ja, hat mal wahrscheinlich so einen Punkt erreicht, wo du sagst, jetzt fange ich an mit Stream. So, und in diesen Punkten würde ich gerne von dir wissen. Was hat dazu geführt, dass du dich vor den Rechner geschwungen hast und gedacht hast, so, jetzt will ich streamen? Okay, also, Ladies and Gentlemen, es war einmal. Nein, also es war so, ich habe irgendwann mal mein Sparschwein gefüllt, ja, und mein Sparschwein war richtig voll geworden. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, jetzt kaufe ich mir mal so die richtige Monstermaschine, ja, und habe mir gedacht, so hier High-End, alles rein, was geht. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war das halt natürlich das Nonplusultra. Und dann hatte ich das Ding so da stehen und habe mich mega gefreut über die Grafikkarte, über den Rechner, über die Leistung und wow, SSD-Platte und so, ne? Und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, ich habe eine Webcam, die hatte ich schon ewig. Und dann habe ich mir überlegt, hey, naja, jetzt könnte es eigentlich funktionieren. Es könnte eigentlich funktionieren, das mit dem Stream, dieses Stream, ne? Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, probierst du mal. Dann habe ich, ja, dann, also meine Frau, wie gesagt, das hast du ja kurz angerissen, das wurde mal angerissen, meine Frau guckt ja auch ganz gern GTA RP. Daher weiß ich natürlich, ja, dafür kenne ich natürlich auch Twitch und die Streaming-Plattformen und auch die ein oder anderen Streamer. Und irgendwann habe ich mir gedacht, hey, komm, ich fange jetzt einfach mal damit an. Jetzt habe ich die Kiste dafür. Jetzt kann ich das mal ausprobieren, ob ich jetzt offline abends für mich einfach so vor mich hindaddel oder ob ich Leute finde über die Plattform. Das war das Ziel eigentlich, dass ich Gleichgesinnte finde für das Spiel, wo man sich dann einfach so ein bisschen austauschen kann im Chat, wo man so ein bisschen fachsimpeln kann, wo man blödeln kann. Und das war so eigentlich die Idee dahinter. Es war eigentlich nichts. Ist ein Hobby, auch nach wie vor noch heute. Ich habe ja noch einen Hauptberuf. Und ja, und das ist dann einfach, ja, so ging das los. Also wenn ich mir die ersten Videos anschaue, oh mein Gott. Ja, das sagen aber echt alle, ne? Also das ist irgendwie, also wenn, das Gleiche bei mir, also wenn ich mir mein allererstes Video angucke, oh mein Gott, unabhängig davon, ob ich da schlanker war oder nicht, aber das Video, wie das halt aufgebaut war, oh mein Gott, okay, ja, kenne ich auch, zu gut. Aber ja, das ist halt so, so fängt es halt an. Irgendwann fängt man halt Ja. an, ja, und ich meine, auch hier das Overlay, das ist alles irgendwie, da fliegen Blubberblasen hoch, das ist auch noch nicht so. Also Nonplusultra, aber es geht ja um den So schön. Content. Ja, so ein Blubberbläschen und so. Individuell. Das ist doch wunderbar. Hey. Ja, genau. So, jetzt hast du ja irgendwie dann gesagt, okay, ich fange dann irgendwie an mit Stream, hab da irgendwie Spaß dran, kann Leute unterhalten und dann hat sich das irgendwie entwickelt. Du streamst seit, ich habe es mir aufgeschrieben, seit 2018, Januar 2018 hast du angefangen zu streamen, ne? Ja, richtig, genau. Genau, und was waren das dann auch so für Spiele? Hast du da eher so. Was war das? Wo hast du gedacht, das ist das Game, was ich jetzt streamen möchte? Also das Wahnsinns-Game, was ich streamen wollte, und weil ich ja von mir selber noch dachte, hey, den Skill habe ich ja bestimmt noch, das war PUBG. Und dann hatte ich damit mal angefangen. Und ja gut, das Spiel an sich, ich habe schon kapiert, wie es geht, ja, aber der Skill, da habe ich dann gemerkt, also nein, ich muss ja dazu vor allem mal kurz ausholen, also ich habe früher Counter-Strike, das CS 1.6 und Source habe ich halt damals auch richtig, sag ich mal, ein richtig schönes Team gespielt, also auch in der ESPL ganz gut, aber man hat festgestellt, nach ein paar Jahren, naja, man wird älter und das mit der mit der Reaktionsfähigkeit ist gar nicht so weit hergeholt, wenn man da nicht im Training ist. Aber wie gesagt, ich wollte es einfach streamen. Ich wollte einfach da Leute finden, mit denen man zocken kann. Und ja, aber dann hat es angefangen mit PUBG. Und dann gab es ich weiß nicht, das ist, glaube ich, immer noch ein Early Access oder irgend so eine Alpha oder Pre-Alpha oder was weiß ich was. Das war dann auch so ein Battle Royale. Da hatte ich dann mal versucht, mein erstes Tutorial zu machen dazu. Also ich wollte quasi erklären, wie das Spiel so ist, wie das Okay, funktioniert, wie alles dieses klar. Battle Royale-Prinzip in diesem Spiel funktioniert. Ja, und im Nachhinein habe ich festgestellt, boah, mit dem Mikro und dauernd irgendwelche Aussetzer. Ach du meine Güte, was für ein Video. Das, ja. Ja, so ging das dahin. Es waren erst Battle Royale Games und dann wurde es langsam anders. Ich erinnere mich an meine Anfangszeit mit PUBG.
Ich weiß, was du meinst, was auch Reaktionszeit angeht und so. Während man eine Granate aufhebt und dann noch fragt, wie kann ich die Granate, den Stift wieder reinstecken und danach kurzzeitig explodiert, habe ich mir gedacht, okay, es ist nicht das präferierte Spiel, Tommy, mach was anderes. Ja, so kann das gehen, Ja, ja. das ist, ja, aber genau, okay, alles klar. Also Battle Royale und so ein Kram, das ist, sind ja natürlich immer so Games irgendwie. Und da, ich glaube, damit fängt man irgendwie an, weil die auch relativ einfach sind und doch relativ kurzweilig sind. Und dann hast du wahrscheinlich gemerkt, irgendwie, es ist, man will ja dann doch irgendwie vielleicht doch mit so ein, zwei Leuten irgendwie interagieren. Hast du da Zuschauer schon? Also ich muss sagen, ich war ganz am Anfang, ich war immer darauf erpicht, dass ich mit meinem Handy und mit meinem Smart, mit meinem Tablet immer auf meinem Kanal war, wenn ich gestreamt habe, weil dann habe ich mich selber einfach belohnt, indem ich einfach schon mal ein oder zwei Viewer hatte, weil die wurden damals, glaube ich, gezählt Kenne ich. und ich habe mich mega gefreut über diese Zahl. Und ja, Das ist nein, also ja, also ich habe es aber nie, ich habe es nie Spieler oder ich habe es nie Viewer abhängig gemacht davon, was ich jetzt eigentlich streame. Ich habe eigentlich so ein, was für ein Streamer war ich nochmal? was? Was? Was für ein Streamer du warst? Ja, da ist doch so ein schönes Wort, komm. Ein schönes Wort? Ein ich. Ach so, Variety. Ich habe geübt. Du warst ein Variety-Streamer. Stimmt, ich erinnere mich, es ist schon zu lange her. Ich habe alter Mann und so, Gedächtnis und so, Kein oder? Problem, nein. Also Reaktionszeit und Variety, so, sage ich. ja. Variety, ich hab tatsächlich geübt, dieses Wort, ja. Das ist Hass, mein Hasswort 2021. Ich habe eine Woche Also geübt, bis gut. ich das drauf hatte. Ja, ich sag mal, gerade diese Ansammlung von verschiedenen Spielen, das versuchen ja relativ viele auch, ne? Ich habe das ganz am Anfang auch probiert und habe tatsächlich irgendwann gemerkt, man braucht eine Fokussierung. Das hat bei mir ziemlich lange gedauert. Ich muss es zugeben. Es hat sehr lange gedauert, ehe ich dann mal drauf kam, dass man so eine gewisse Fokussierung haben möchte. Wo möchte ich zukünftig hin? Was möchte ich spielen? Woran habe ich Spaß? Und woran haben auch andere Spaß? Nach PUBG. Was kam nach PUBG? Jetzt kommt nämlich die Entwicklung bei dir. Jetzt würde ich gerne wissen, was kam bei dir nach PUBG? Also nach PUBG kam auf jeden Fall, also was ich auf jeden Fall immer schon, und das spiele ich eigentlich heute noch gern, aber ich habe mittlerweile, also der GTA ist ein Zeitfresser, ohne Ende. Naja, aber ich hatte nach PUBG hatte ich, ja, wie gesagt, unterschiedliche Battle Royale Games waren immer zwischendurch dabei. Ich habe Path of Exile, habe ich lange gespielt. Ich liebe dieses Spiel. Ich hatte Overwatch, habe ich gespielt. Ne? Also dann habe ich natürlich, ich bin ja noch. Ja, World of Warcraft hatte ich eine Weile. Ich weiß gar nicht, habe ich das gestreamt? Doch, ich habe es auch, glaube ich, sogar eine Weile gestreamt. Habe ich damals ewig gespielt. Irgendwann, meiner Meinung nach, wurde es halt irgendwie tot gepatcht. Es hat mich irgendwie nicht mehr so berührt. Also heute fasse ich es nicht mehr an. Es ist nicht mehr mein Ding. Aber ich hatte ganz früher Dark Age of Camelot noch gespielt. Dark Age of Camelot ist ein MMORPG, was vor WoW eigentlich recht. Ich sag mal so, WoW war das erste MMO, wo wirklich einen Wahnsinnszulauf hatte, wo dieses Spielegenre bekannt wurde, ohne Ja, Ende. ja, ja. Also was Und davon kenne ich gar nicht, ja. Dark Age of Camelot ist quasi ein MMORPG, was früher rauskam. Man konnte jetzt aber ganz kurz, man musste sich entscheiden zwischen einem von drei Reichen. Man hatte, jedes Reich für sich hatte eigene Klassen. Also es gab jetzt nicht wie bei WoW zum Beispiel, das eine Volk hat einen Schamanen, den anderen hat einen Schamanen. Oder den Krieger, sondern es waren komplett immer andere Klassen. Es waren PvP-Spiele im Endgame eigentlich und hatte auch schöne PvE-Elemente. War noch so ein bisschen mit Konsolenbedienung, also viele Chat-Commands musste man eingeben. Aber ein mega cooles Spiel habe ich dann immer noch eine ganze Weile gestreamt, weil es halt auch einfach cool ist. Ich hänge auch immer noch zwischendurch an dem Spiel. Okay, Und okay. ja, das ging darüber, dann ging das ja, genau. Also Path of Exile habe ich lang gespielt, dann. Ach, ich mein Gott, ich glaube, ich habe alles Mögliche ausprobiert hier. Das war, ich glaube, Skyrim. Ich habe hier das, wie heißt es? Na, Skyrim Online heißt ja nicht. Elder Die Scrolls Elder Online. Scrolls Online, ja, das habe ich auch mal eine Genau. Zeit lang versucht, ja. Also, ich habe Online-Games auch gerne gezockt. Und ja, so alles Mögliche. Und dann Warzone habe ich natürlich auch gespielt, als es dann so rauskam. Ja. Ich hatte Star Wars, The Old Republic Online, also SWTOR habe ich auch gespielt, online eine Weile. Ich habe es früher ganz viel gespielt, dann eine Pause, dann habe ich gesehen, es gibt neue Inhalte drin und ich wollte die Story unbedingt spielen. Habe das auch gestreamt. Ach, es war durch die Bank alles Mögliche.
Aber man merkt tatsächlich schon, also jetzt, wenn du jetzt schon so sagst, so dieses ganze MMO, dieses RPG-MMO, ist doch sehr, also in die Richtung geht es ja schon extrem, ja. Ja, Also also da hast du dich auch ich schon liebe so ein dieses. bisschen festgelegt auf dieses Genre irgendwie, ne? Höre ich jetzt gerade so ein bisschen raus. Ah, das, nee, ich liebe einfach so dieses ganze, egal, Fantasy, Rollenspiele, so ne, hier das Typ, der Klassiker, Zwerge, Elfen und was nicht alles gibt. Also das finde ich halt mega cool. Ochse. Allerdings aber auch so Sachen, The Witcher, mega gut, ja. Was ich natürlich auch extrem viel gespielt habe, war ja, Smite. Es ist quasi, man kann sagen, ein moderner Ableger von LOL. Also die Leute, die jetzt League of Legends spielen und das schon ewig und 3 Tage spielen, die werden mich vielleicht verfluchen. Aber ich hatte dann immer irgendwie, ich habe das mal ausprobiert eine Weile und es hat mich nicht gepackt. Ich habe bei MOBAs habe ich mit Smite angefangen. Und dann habe ich mir irgendwann mit Kumpels mal League of Legends angeguckt und habe festgestellt, oh Gott, was ist das für ein Zeitlupenspiel? Und es war dann irgendwie nicht, also das hat mich absolut dann nicht mehr gefesselt und dann blieb ich ewig dann auch bei Smite hängen, weil es einfach ein bisschen mehr Tempo hat und grafisch natürlich auch einfach hübscher. Ja, und ja, das war eigentlich dann so das MOBA-Genre, was ich auch gerne gespielt habe. Ne? Ja. Ich habe tatsächlich, jetzt kommt wahrer Fakt, ja, über mich. Ich habe noch nie The Witcher gespielt. Sünde. Schande. Sünde. Schande. Schande. Da kann ich dir wirklich nur empfehlen. Also tolle, tolle Story. Fesselt, Ja, glaube ich, eigentlich wirklich von der ersten Minute an. Also ganz toll. ich höre da mal so viele tolle Sachen über dieses Spiel. Ja. Vielleicht, ja, To-Do für 2022 im Stream. Na, vielleicht, ja. Wo man mich dann natürlich auch immer gesehen hat und was ich auch heute eigentlich noch sehr genieße, ist der ganze Borderlands-Franchise. Ich liebe ihn. Ah, oh, Borderlands das ist mein persönliches Highlight. Das ist mein Ultimate-Spiel, wenn ich so sagen darf. Das 2er damals noch mit den ganzen DLCs. Ja. Das 3er. Und jetzt muss ich echt was, ich muss mich jetzt voll outen. Das tut mir wahnsinnig leid. Aber das gehe ich jetzt irgendwann ich wollte das die nächsten Wochen, Monate dann mal jetzt mal angehen. Ich bin gespannt. Ich habe das 3er, ich habe Borderlands 3 noch, ich habe es noch nicht geschafft durchzuspielen. Es ist schon so lange auf dem Markt. Und aber GTA, ich sag ja, GTA RP kam dann irgendwann. Ja. Ich sag mal so, da gibt's ja so einen Namen. Für Dinge, die man machen wollte, sie aber noch nicht geschafft haben, ja. Das ist dann so diese Ja. typische Pile of Shame-Liste. Ja, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Weißt du, wie lang die bei mir ist? Boah, Endlospapier, oder? Endlos, so eine Rolle, weißt du? Ja, so So wie so einem schlechten Film, Computerpapier so, von genau. früher. So die Never-Ending-Rolle. Ja, genau. So. Ja, cool. Dann hast du dann dich quasi schon sehr, sehr viel durchprobiert. Ich bin ehrlich gesagt immer so ein bisschen in diesem Strategie- und Simulationsgedöns. Also nicht so sehr, also eher so Age of Empires und die frühen Command and Conquer-Teile. Oh, da muss ich ganz ehrlich gestehen, da muss ich jetzt mal kurz reinhaken, sorry. Das war nie so mein Ding, nie. Also ich habe es offline für mich persönlich, habe ich das gern gespielt. Also damals hier Siedler oder so, ja, mega geil, Siedler 2, geiles Spiel. Command and Conquer, auch alle möglichen Teile gespielt. Aber jetzt kommt's. Wenn wir dann in einer LAN-Party gespielt haben oder so, ne, dann kamen ja solche Spiele auch dran. Und ich bin derjenige, ich sag immer, hey, Leute, wenn wir das spielen, 25 Minuten Angriffsverbot. Ich möchte mir eine schöne Basis aufbauen. Es muss alles schön Genau, synchron. Ich möchte eine schöne Luftverteidigung. Ich möchte eine coole Basis haben. Und irgendwann sagen wir alle, so, jetzt geht's los. Und dann, ja, dann schaue ich zwar auch in die Röhre, aber dann habe ich wenigstens ein gutes Gefühl, noch einigermaßen eine coole Base gehabt zu haben. Das Problem ist, wenn kennt man das man. jetzt wirklich wettkampftechnisch macht, dann hat es mich einfach nur angekotzt, wenn gerade bei Command and Conquer. So die ersten Sekunden kommen schon die ersten Soldaten rüber und also nee, ich weiß nicht, das war nie so mein Ding, muss ich ganz Ja, ehrlich das kenne sagen. ich aber. Das sind so diese Vertragslaufzeiten ja auf LAN-Partys. Also für die Leute, die vielleicht LAN-Partys noch nicht kennen, also man hat sich vor dem Internet, ja, 1850, hat man sich quasi mit seinem Computer, mit Freunden getroffen. Also jeder hat seinen Computer mitgebracht, ja, die hatten dann irgendwie 50 Kilo gewogen pro Monitor, ja, und dann hat man sich tagelang in den Keller eingesperrt und hat die Computer mit so Netzwerkkabeln verbunden, ja, Ja. und dann haben dann
Nerdkinder im Keller Spiele gespielt und Daten ausgetauscht. Ja, das stimmt. Ja, ja. Daten. So, ja, aber ne? so ging das Ganze voran. Also mal, wie gesagt, die erste Kiste damals gekauft, die hatte da ein bisschen Power, ich wollte streamen, ich wollte es ausprobieren, habe dann eigentlich über die ganzen, also ganz ehrlich, ich war ganz, ganz lange auch irgendwo, ich war stolz, wenn ich zweistellig war, wenn mal 10, 11 Leute da waren, das fand ich schon richtig cool. Und dadurch, dass ich so viel Unterschiedliches gestreamt habe, denke ich jetzt im Nachhinein vielleicht auch, wenn, dann waren es nur Leute wirklich, das waren dann wirklich Leute, die hatten dann wegen mir geguckt. Das war dann irgendwie auch cool, weil das war dann den Leuten auch egal, was ich gespielt habe. Aber so diese richtige Fanbasis für einen gewissen Bereich, die hat sich nie aufgebaut. Also es waren Leute natürlich dann oft mal da, die haben Hallo gesagt, haben sich wohlgefühlt und waren aber dann, als ich ein anderes Spiel gespielt habe, natürlich nicht mehr da. Und das ist natürlich nicht verwerflich. Ja, die Leute haben eben unterschiedliche Interessen und das ist auch ganz gut so. Und ja, aber wie gesagt, ich habe dann eigentlich einfach so weitergemacht. Ich meine, ich habe das immer als Hobby gesehen, ja, auch heute noch. Natürlich ist da jetzt ein bisschen mehr dazugekommen, aber es ist immer noch Hobby und ja, es macht Spaß. Es ist einfach wirklich, es erfüllt mich. Ja, so soll es auch sein und das ist auch gut so. Ja, das ist immer, wenn so Dinge ich nenne es jetzt immer so, zur lästigen Arbeit werden, dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr. Und es ist schön und das muss man auch mal dazu sagen, wenn ich dann auch mal, ich bin ja ab und zu mal mit dem Lurk mit dabei und lass mal so ein bisschen und lass es nebenbei laufen, ne? Dann merkt man schon, also man merkt irgendwie auch so, dass da so diese, da ist auch so eine gewisse Lockerheit irgendwie drin, ne? Du nimmst dich da auch nicht selber nicht so ernst. Das mag jetzt vielleicht auch so ein bisschen am Charakter vielleicht liegen und am Spiel irgendwie liegen, aber ich habe auch bei Visage irgendwie mal in deine VODs reingeguckt, irgendwie, aber auch da hast du da so eine gewisse Lockerheit irgendwie drin. Das macht die sympathisch. Okay, das sieht man ja nur nicht, dass ich dann schon mit Gänsehaut und mit Stock im Arsch eigentlich spiele bei Horror Games, aber ansonsten. Ja, das ist, man muss auch sagen, ich hab auch Visage hinter mich gebracht. Ja. Ja. Ich habe vorsorglich hab ich hier auf einer Tüte gespielt. Ja. Tüte auf dem Stuhl. Und wir kennen diese berühmt-berüchtigten einzelnen Szenen. Ich habe gekriecht wie ein Mädchen, ja. Das ist Stock im Arsch, ja. Kenne ich. Schön. Ja, du hast es ein bisschen besser gemacht als ich. Ich war da ein bisschen ängstlicher bei dem Spiel. Ja, so ist das aber manchmal. So, jetzt hast du so ein bisschen, während du jetzt Variety-Streams erfolgreich hinter dich gebracht hast. Ja, ich werde dieses Wort jetzt heute öfter benutzen, ja, um zu beweisen, dass ich so wirklich drauf habe. Auch spontan, ja, okay, drauf habe. Ja, was bei mir damals so aufgefallen ist, also es war immer phasenweise Leute da, die sind irgendwie reingekommen, so einen Monat, zwei Monate und plötzlich war von denen nie wieder was da. Aber dafür sind immer so zwei, drei neue irgendwie dazugekommen. Und so hat sich diese Community ja so nach und nach so langsam aufgebaut. War das, ja. Hast du diese Beobachtung bei dir auch damals gemacht, wo du gerade so in den Anfängen irgendwie warst? Ja, das habe ich gemerkt. Wobei, glaube ich, so dieser Zuwachs jetzt, das kam wirklich erst, jetzt muss ich gerade überlegen, jetzt sind wir bei 21, ich glaube 20, also 2019 war das immer noch nicht. Ich meine, ich habe aber da auch noch nicht so regelmäßig gestreamt. Das war dann einfach so, oh, jetzt habe ich Bock, jetzt mache ich das. Diese Regelmäßigkeit, ich glaube, das war erst so ab Mitte 19. Ich weiß gar nicht, ich müsste im Nachhinein, vielleicht kann man im Nachhinein Statistiken gucken. Aber so regelmäßig, wie ich es dann jetzt nun eigentlich mache, seitdem ich GTA spiele, hatte ich es dann eigentlich nicht gemacht. Ich glaube, ein halbes Jahr vorher wurde es dann regelmäßiger. Ja. Aber ich habe die Entdeckung gemacht, dass natürlich klar, es kamen Leute dann dazu. Es wurde langsam mehr, aber ich war dann trotzdem meistens auch irgendwo, sagen wir mal, bei zwischen 15, 30 Leuten dabei. Das war aber coole Leute, es war so eine kleine Community. Da gab es bei mir, ich habe zum Beispiel den Mod, ja, den hat bei mir jemand bekommen, der schon lange da ist, der immer, sage ich mal, nett war, der positiv aufgefallen ist, mit dem ich einfach gut konnte. Und den habe ich dann einfach so als Belohnung, habe ich so, komm, hier hast du das Schwert.
Aber ohne jetzt nachzudenken, so hier mit Modding und ja, mach mal dies und pass mal da auf, sondern das war einfach so, ja, cooler Typ. Also eigentlich hätte ich auch diesen VIP-Status vergeben können, aber es war halt der Mod. Ja. Also ich habe das Ganze, dieses Twitch, diese Regelwerk, so auch mit dem Kanal und das habe ich alles nicht naja. Ja, die Leute waren halt da und hoffen, und wenn sie brav waren, waren sie brav, wenn sie nicht brav waren, Bannhammer, fertig. Das war halt gut. Ich musste mal ganz kurz drüber gucken. Meine Frau beämmelt sich gerade wegen irgendwas. Sie guckt wieder irgendwas. Ja, okay. Also das ist von der Entwicklung her, weil ich gerade von meiner Frau gesprochen habe. Sie guckt ja sehr viel GTA Roleplay. Und da ist ja jetzt auch eine ganze Zeit lang, ich sag mal so, auch während jetzt den letzten Monaten vermehrt, ich sag jetzt mal vorsichtig, fast jeden Abend ist da so ein bisschen GTA 5 gelaufen, Roleplay. War für mich früher immer mal wieder so ein Begriff, ja. Und hab dann aber gesagt, okay, es interessiert mich gar nicht so. Das war so vor einem Jahr oder so, ne? Weil ich damit auch nicht so nichts anfangen konnte, weil ich immer dachte, so GTA ist auch nicht so mein Spiel. Hab doch nie Spaß dran gehabt. GTA 1 und 2, das war noch cool damals. Und dann hat es auch irgendwie aufgehört. Und dann hatte meine Frau irgendwie angefangen zu gucken und dann geht ja hier und da, guck mal hier der Larry Skinner und so, der Lucky Five Server und dann hatte ich ja damals auch mal den Heideltraut, den zum Beispiel, den habe ich mal gefollowt irgendwie mal vor 2 Jahren irgendwie. Und da habe ich dann einmal mitbekommen, dass da so ein Lucky Five GTA 5 Roleplay Server gibt. Irgendwie, Ja. ne? Und dann kam er irgendwie zusammen, dann verging ein bisschen Zeit und dann sagte meine Frau zu mir, ja, guck mal hier, der Totolust TV, der ist auch auf dem Lucky Five drauf. So, ja, okay, komm, guck ich mal ein bisschen zu. So, und dann saß man dann hier 20 Minuten, hab so ein bisschen zugeguckt und dann mein allererster Gedanke war ja noch so, hä? So, was ist jetzt der Sinn des Ganzen? Weil ich so mit Was diesem ist das Ziel des Spiels? das Ding einfach so, ich hatte halt nicht so diesen, ich sag mal so diesen, was ist jetzt dieser Sinn des Games? Im Nachhinein habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt ein Survival-Spiel spiele und ich survivale, habe ich ja eigentlich auch kein richtiges Ziel, kein richtiges Spielziel irgendwie. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn ich es jetzt irgendwie so ein bisschen, ich gebe dir mal eine Chance. Ich habe dann noch ein bisschen nebenbei noch laufen lassen. Und irgendwann hat meine Frau immer mehr geguckt, immer mehr Larry Skinner. Und ich habe gesagt, komm, jetzt gucke ich mir den Totolus an. Jetzt gucke ich mir den an. So, und dann war dann irgendwann so Anfang des Jahres, waren da ja schon so die Community etwas größer. Also ich springe jetzt mal, also von meiner Beobachtung her, Anfang des Jahres hat es ja schon deutlich mehr. So, das heißt, irgendwie muss es ja dann irgendwie Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, muss es ja irgendwie exponentiell explodiert sein, irgendwie exponentiell explodiert sein. Ja, Was ist denn da passiert? also ich hole jetzt trotzdem noch mal kurz aus und werde jetzt noch mal darauf eingehen, dass also GTA, ja, das ist so ein Ding. Also GTA, meine Frau, wie gesagt, guckt ja auch schon ewig lang GTA und hat dann natürlich auch, ja, gerade ja, Walter Weiß, Carson und so dieses Duo. Ne? Aber auch schon vorher gab es ja mal von denen so ein Viererquartett, was immer, weil wir öfter gespielt haben und ja, die hat sich das angeguckt. Ich habe dann immer so geguckt, naja, okay, viel Spaß. So, dann habe ich so mein Ding gemacht. Ja, das war so wie ihre Serie und dann habe ich so mein Ding gemacht. Das war dann eigentlich so das Ding. Ja, GTA Roleplay. Ich habe dann irgendwann mal überlegt, hey, willst du das nicht auch machen? Also meine Frau hat mich mal gefragt, sag mal, willst du das nicht auch mal machen? Ich so, pff, ich habe genügend andere Spiele und bin ja froh, das wird ja wieder ein Zeitfresser ohne Ende. Naja, aber dann habe ich gesagt, okay, warum denn nicht? Und dann war ich neugierig und habe mir gedacht, ich werde, das war das erste Projekt, war auf This is Life, so hieß der Server. Das war im Februar 2020. Da habe ich angefangen mit GTA, mit Roleplay. Also ich habe ganz früher mal Neverwinter Nights das Roleplay gespielt, aber das darf man fast gar nicht zählen. Das war so ein, na, hör auf so, ja, ich grüße euch, oh, seid gegrüßt und ganz geschwollen dahergeredet. Aber dann kein RP mehr gemacht. GTA Roleplay, Februar 2020. So, da habe ich dann angefangen, habe dann überlegt, Larry Skinner, um auf deine Frage einzugehen, woher kommt der Name? Ja, also ich wollte einen Polizisten spielen. Als GTA, als Roleplay-Anfänger, man hat sich ja warm gelesen, irgendwie mit den Serverregeln. Man musste erstmal lernen, was ist denn BSG und Meta, was bedeutet das alles. Weiterhin muss man natürlich dann auch
erstmal rausgegangen, ja, was willst du eigentlich spielen? Naja, Polizist ist praktisch. Dann habe ich so mal gelesen, das erleichtert so ein bisschen den Einstieg ins RP, weil das RP kommt zu dir und so, ja, was auch immer das heißen wollte, sollte zu dem Zeitpunkt, ja. Ich habe dann schon verstanden, dass natürlich die Leute herkommen zu mir und irgendwas wollen. Und da habe ich mir gedacht, ja, ist vielleicht gar nicht so verkehrt für einen Anfang, um mal warm zu werden mit RP. Und ja, da habe ich dann eben schon Leute kennengelernt, auch muss ich jetzt mal sagen, Kowalski, cooler Typ, den hatte ich da schon kennengelernt. Und dann hatte ich, der Server, der war dann leider, muss ich sagen, sehr unterbevölkert. Also waren einfach so wenig Leute da, dass wenn ich dann online ging, waren wir, ich glaube, da waren mal 7 Leute auf dem Server, so Zeiten gab es dann, und dann waren 5 Leute davon LSPD-Angehörige. Ja gut, Okay. dann fahre ich mal Streife, ne? Tja. Alles friedlich. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, war halt leider Gottes, lief das halt leider, das lief halt leider nicht mehr so drauf. Also der Spaß war da so nicht da, weil ich halt keinen hatte, mit dem man interagieren konnte. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann hat sich zu dem Zeitpunkt Lucky Five angekündigt. Und so kam das dann, weil meine Frau das auch gesagt hat, ja, hier, der Dennis, der macht hier. Und ich so, aha. Dann habe ich mich schlau gelesen und dann habe ich mir gesagt, okay, pass mal auf, warum nicht? Skinner, also ich komme mal gleich nochmal auf den Namen. Larry Skinner, ja, dann, hey, komm, Reborn. Polizist, warum nicht gleich? Ich habe mich für Startteam beworben, habe da eine echt coole Bewerbung geschrieben, also so richtig, also wie man das halt richtig macht, ja, also alles vorbereitet. Ich habe mir die Biografie, die ich für Skinner hatte, habe ich mir immens ausgeweitet. Also habe dann wirklich in Google Maps, habe dann in Phoenix, Arizona, habe mir Phoenix genau angeguckt, habe mir da eine Straße rausgesucht von irgendeinem Haus, was mir gut gefällt, mit Wahnsinn. Pool. Hab dann hier geguckt, wo ist die Grundschule, wo ist die weiterführende Schule, und ich habe mich da echt, ich habe mich da voll, ich habe mich reingehängt ohne Ende, ja, habe dann einen Lebenslauf hingehauen, habe da also wirklich einen rausgeknallt und habe dann auch beim Fragebogen, da hatte ich echt geschwitzt, ob ich den packe, weil alle haben immer gesagt Hardcore-RP und ich gerade mal, naja, 2 Monate dabei und dachte mir, boah, hoffentlich packe ich den. Ja, und dann alles in allem hat alles gut geklappt, ja. Und da dann war ich seit Anfang an mit Skinner im LSPD zugehörig und habe dann da quasi, also Skinners Leben auf Lucky Five hat dann im LSPD zur Eröffnung dann quasi begonnen. Ja, war eine schöne Sache. Also das ist jetzt richtig krass. Also du hast ja quasi zu dieser Charakterentwicklung, zu dieser Be Bewerbung, hast du dir eine komplette Story ausgedacht und hast das dann für dich so gemünzt, und das ist total crazy. Ja, nee, ist das eigentlich nicht crazy? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich einen, also mittlerweile sage ich das auch, wenn ich einen Roleplay, einen vernünftigen RP-Charakter spielen möchte, dann muss ich diesem Charakter irgendwo auch eine gewisse Tiefe verleihen. Also ich kann nicht einfach sagen, ich bin jetzt hier aus, ja, ich bin aus Oklahoma, bin 20 Jahre alt, da bin ich hallo. Das ist ein bisschen langweilig. Also muss ja schon ein bisschen was dahinter kommen. Der Typ muss was erlebt haben. Das muss ja alles ein bisschen passen. Ja, ich habe mich beworben für ein Startteam im LSPD, was heißt, dass er schon eine Vorerfahrung als Polizist da sein musste oder zumindest irgendwas artverwandt ist. Und ich wollte nicht so einen 0815-Lebenslauf. Also, was hat er gemacht? Also, er ist zur Army gegangen, hat bei Criminal Investigative gearbeitet. Also, jeder, der NCIS kennt, ja, das ist die Marine, Navy, also CIS, ne? Also, es ist quasi so, in der Navy, sind das so die Ermittler. Und die Strafermittler und sowas gibt es halt für jede Teilstreitkraft in der US Army, also in dem Fall die Army, ne, das Heer. Und da habe ich dann gesagt, okay, da kommt Skinner ursprünglich, hat er seine Erfahrung gemacht. Und dann hatte er eine Sicherheitsfirma. Also er hatte immer schon was mit Sicherheit zu tun. Und das ist das, was ich eigentlich mit Larry Skinner irgendwo dann auch verkörper. Viele Dinge haben sich dann auch im Laufe des RPs dann so manifestiert oder ergeben. Und dann habe ich das dann beibehalten, weil ich es gut fand. Ich habe viele Dinge manchmal durch die Blume angespielt, charakterisiert, habe es dann wieder fallen lassen, weil es dann nicht meiner Meinung so passte zu ihm. Und mittlerweile hat sich halt wirklich ein Gesamtbild des Charakters einfach, ja, das hat sich eingespielt im wahrsten Sinne des Wortes. Wahnsinn. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen baff. Dass das doch irgendwie, also man kriegt das halt immer mit irgendwie, aber dass man das da jetzt so eine, dass du da jetzt auch so einen Gedankengang auch gehabt hattest, dass, um da so eine richtige viel Tiefe, wie du sagst, reinzubekommen, finde ich echt beachtlich. Also Also es ist noch. das wäre für mich auch so ein bisschen so der Kern zu verstehen, okay, das ist Roleplay. Das heißt, ich spiele nicht nur den Charakter, sondern ich muss halt auch wissen, wie ist der Charakter so geworden, wie er ist.
Richtig. Und das muss Ja. ich ja dann irgendwo auch verkaufen können. Ja? Also wenn ich Roleplay spiele, dann möchte ich den Leuten, die zugucken, ja auch so, es ist ja wie eine Serie. Und ich möchte ihn ja auch so ein bisschen, der Charakter soll natürlich, es lässt sich natürlich nicht alles so mega authentisch darstellen, aber es soll ein authentischer Charakter einfach sein. Es soll alles irgendwo so ein bisschen stimmig sein, ja. Ich kann nicht heute so sein und morgen so. Das geht nicht. Das macht den Charakter unglaubwürdig und das geht halt, wie gesagt, nicht. Natürlich würde ich wahrscheinlich ziemlich, also ich glaube, mir persönlich, also ich kann mit dem RP, ich kann da super, also ich trenne das ja auch alles so prima, ich habe da keine Probleme damit, ne? Aber ich glaube trotzdem, wenn er mal vielleicht jetzt, wenn er umkommen würde, weil das ist ja auch möglich auf dem RP-Server, er kann ja sterben. Das wäre schon eine harte Nummer, glaube ich. Also da habe ich halt schon mittlerweile so lange viel Herzblut reingesteckt. Aber ich denke mir im Endeffekt, glaube ich, dass ich einen anderen Charakter auch gut hinbekommen würde. Ja, also mal einen völlig anderen Charakter. Und aber das wird halt die Zeit mal zeigen, was noch so kommt. Ja, wie gesagt, also Roleplay hat dann so irgendwie das große Programm und das große Zeitfenster dann oder das ist dann der große Zeitfresser geworden so in meinen Streams. Ne? Ja, Aber es macht halt auch unwahrscheinlich Spaß. glaube ich. Also, Stichwort Zeitfresser, wie du hast ja vorhin gesagt, deine Frau ist da auch so ein bisschen involviert. Wie diplomatisch ist das, wenn du sagst Zeitfresser? Ja, wir haben uns von Haus aus haben wir da schon, sag ich mal, irgendwo ausgemacht oder abgemacht, wie wir das regeln wollen. Also ich meine, jeder, der jetzt bei mir öfter mal reinschaut, weiß, dass ich hole natürlich auch, gibt immer kleine Real-Life-Facts hier. Also ich bin vierfacher Papa, ne? Also ich habe hier einen Sechsjährigen, eine Dreijährige und Zwillinge noch der Junge dabei. Und das Ganze muss natürlich mit Teamwork laufen. Jetzt habe ich natürlich noch meinen Hauptjob. Und wenn ich dann da bin, muss das Ganze natürlich irgendwo auch als Team funktionieren. Wir müssen zu Hause als Team funktionieren. Und dann sprechen wir solche Sachen wie zum Beispiel Streamzeiten, die haben wir halt dann irgendwo mal festgelegt, ja. Natürlich geht Real Life vor. Wenn irgendwas ist, dann kann ich eben nun mal nicht. Das ist dann einfach so. Mittlerweile weiß ich aber auch, die Community kennt mich und die ist da auch, und das muss ich immer sagen, ganz toll dahinter und sagen, okay, ja, ist nicht schlimm. Also es gibt keinen eigentlich, der dann groß meckert. Und das finde ich dann auch angenehm. Das macht es einfach, ist irgendwie dann insgesamt angenehm. Ansonsten muss ich sagen, ist das halt, also muss ich, wenn ich mein Frauchen nicht hätte, dann wäre das, glaube ich, alles gar nicht so möglich, wie es heute so möglich gemacht wurde. Und Okay. da bin ich ja auch heute noch, muss ich sagen, auch immer, sage ich auch, da bin ich auch dankbar. Ich meine, sie guckt natürlich, sie hat ihr Hobby, sie guckt dann gerne selber Streams. Sie guckt nicht meine Streams, falls die Frage kommt, ja. Kenne ich. Finde ich aber auch nicht schlimm. Und ja, auf jeden Fall klappt das halt auch nur, wenn man miteinander vernünftig irgendwo, also es muss Teamwork passieren und man muss miteinander eben einen Konsens finden und den haben wir gefunden, ja. Und das, Super. ja, läuft. Stark. Coole Nummer. Also finde ich cool. Ja. Hat denn oder frage ich mal anders, gibt es denn in diesem Roleplay ist man ja nicht nur der Charakter, sondern man interagiert ja sehr viel Ja. mit ganz vielen Menschen. Richtig, genau. Gibt es im Leben von Larry Skinner eine Frau? Ja, es gibt also es gibt eine es ist eine seine naja es ist sie sind zusammen schon seit einem halben Jahr, sie sind ein Paar. Es ist Miss Ariane Barnes. Das hat sich auch ursprünglich ganz heftig ergeben. Eigentlich ist Skinner, muss man verstehen, Skinner ist eigentlich ein sehr gesetzestreuer und sehr ehrlicher und sehr anständiger Typ eigentlich. Ja, er hat quasi, wenn man es mal so will, hat er eigentlich die Frau jemanden ausgespannt. Also da war es dann irgendwie, naja. Was? Nein, also, Intrigen? ja, das ist schwierig. Das war echt ein Mengengelage. Und da überlegt man dann schon manchmal, wie spielst du das jetzt so weiter oder nicht oder so, ne? Ja. Also, um dann wieder zurückzukommen, also GTA war natürlich so der Hänger ab 2020. Das habe ich viel gespielt. Ich denke, ich hatte dann irgendwann, wenn man mal so die Entwicklung des Kanals dann betrachtet, waren dann irgendwo
Waren wir irgendwo so bei, also in den guten Zeiten waren wir dann vielleicht mal bei 40, 50 Viewern. Und dann muss ich halt gestehen, natürlich hatte man dann auch Kontakt mit, zum den damaligen Zeitpunkt, für mich waren das alles große Streamer. Für mich waren alles große Streamer, die hier dreistellige Viewerzahlen hatten. Das war für mich immer so, boah, da habe ich immer geguckt, so wow, cool. Also da habe ich immer so ein bisschen, fand ich nett, aber weil ich mir immer dachte so, also ich für mich sage immer, ich bleibe halt da, ich bin kein Showman. Also ich bin jetzt nicht jemand, der hier so wie, es gibt ja so, weiß ich, Dr. Disrespect oder so, das sind Typen, die machen die übelste Show, also die machen eine Bühne aus dem Ding, ja. Es gibt andere, die können besonders gut, also die zocken einfach besonders gut, ja. Also die sind unwahrscheinlich gut in dem, was sie halt tun. Und ich habe mal gesagt, ja, ich bin halt ich, ne? Und dann, aber mit GTA wurde es halt dann mehr und da gerade diese Streamer, die mehrere Viewer hatten, man hat dann hier und da dann immer wieder mal einen Host oder einen Raid bekommen. Mein Gott, Ja. was habe ich mich denn da gefreut, ja? Also da bin ich immer ausgetickt. Klar, Und wer freut sich nicht drüber, ja. das war der Hammer. Und aber irgendwie war das noch so, es war trotzdem, es wurde dann aber immer mehr persönlicher auch mit der Community, mit den Leuten, die kamen, weil ich habe irgendwann gesehen, es sind immer die gleichen Namen wieder da. Und dann hat es echt wirklich, ich glaube, das gab mir dann nochmal irgendwie den Schub, weil ich dann ich hatte richtig Bock dann drauf, weil ich mich einfach schon gefreut habe, die gleichen Namen wieder zu lesen, ja. Ja. So, oh hey, da bist du auch wieder, hey, wie geht's dir und so weiter. Man lernt sich ja dann so auch ein bisschen kennen, sei es halt so Gewohnheiten oder sowas, ne? Dann schreibt da jemand wieder, oh ja, ich weiß genau, 8:30, jetzt geht er dann zum Kühlschrank, holt sich was zum Essen oder sowas, ne? Zum Beispiel. Weil er es halt geschrieben hat. Und das macht er jedes Mal. Und das sind halt ganz coole Dinge. Und das hat mir so den Schub gegeben, einfach nochmal ein bisschen, da weiterzumachen. Ja, also das Roleplay hat mir immer Spaß gemacht. Das würde ich auch offline weitermachen. Aber streamtechnisch macht es halt auch wahnsinnig viel Spaß. Und dann kam Weihnachten. Das Oh, war wirklich Weihnachten. der 23.12.2020. Also da hatte ich dann Skinner hatte sich dann quasi die Chance erarbeitet, das Sheriff Department im Norden zu übernehmen als Sheriff. Es war dann auch, Okay. es wurde quasi neu dort erbaut und der Sheriff mit seinem Sheriff Department wurde dort neu installiert. Es war ein neuer Charakter, also eine neue Position. Skinner mit einer neuen Aufgabe. Diese Aufgabe passte zu ihm eigentlich wie die Faust aufs Auge, weil er war halt immer dann schon so ein Cowboy-Typ, ne? Und das war halt so ein, ja. Und da habe ich dann festgestellt, oh, boom, auf einmal ging das voll ab. Ich meine, ich habe mich mega gefreut drüber. Ich kann mich noch erinnern an die ganzen Leute, die da vorbeikamen, dann auch am 24.12., war da 25. Ich habe am einen von den Tagen habe ich noch gestreamt dann. Ich glaube, Heiligabend war es nicht, aber ich bin 26, einen der Feiertage. Und da kamen dann jede Menge Leute rein. Und tja, dann haben die auf einmal losgelegt hier, ey, das ist so cool, du freust dich voll und irgendwie, es war halt meine gute Laune. Hey, hallo Katze. Ja, me mega krass irgendwie. Also kam da schon so ein wie ein richtiger Hammer, ja. Das ist. Also mich hat das überrannt. Also ich hatte bisher, da war ich immer wie gesagt, ein kleinerer Streamer, habe da einfach so ich hatte schon eine relativ feste Community von ganz, ganz, ganz tollen und lieben Leuten, die auch heute noch da sind. Und da bin ich super dankbar dafür. Und das war aber halt klein und gemütlich. Und dann kam auf einmal eine Welle, die konnte ich mir, also das war unfassbar. Also ich hatte natürlich dann mit Ariane Barnes, dahinter steckt eben auch eine größere Streamerin. Ja. Und dann, also es hatte vor dem Sheriff Department, also davor hat es schon einen Knall gemacht und da kam auch einmal ein Riesending und danach kam auch nochmal ein Knall und das ist unfassbar. Also da hat mich das förmlich, muss ich ganz ehrlich sagen, es hatte mich förmlich überrollt. Also die Followerzahlen stiegen, die Viewerzahlen, es war unglaublich, was da abging. Natürlich, wahrscheinlich war auch der Posten des Sheriffs interessant, weil was passiert da so? Der baut jetzt da das Ding auf. Das ist natürlich ja von der Story her auch interessant gewesen. Aber es ist unfassbar, wie das explodierte förmlich. Und es hat mich wirklich überrollt. Und dann war ich das erste Mal in der Situation, dass ich sagen musste, ich hatte Gott sei Dank dann Mods bei mir, die eigentlich dann auch schon Bock hatten auf Modden und dann auch schon ein bisschen was geht. Naja,
sie haben das schon mal getan, beziehungsweise hatten es schon mal gesehen und haben sich da irgendwie haben wir versucht, uns dann mal zu organisieren, weil es waren so viele Leute da und da konnte ich auch gar nicht mehr allen Hallo sagen. Das war dann so ein bisschen negativ, wo ich dachte, ach, das ist irgendwie alles scheiße, weil irgendwie wurde es dann so ein bisschen anonym, ja. Also es, der Chat ratterte durch. Ich bin eigentlich immer darauf versucht gewesen, immer jeden Hallo und auf alles zu reagieren irgendwie. Aber das ging einfach nicht mehr. Es ging nicht Ja. mehr. Und das tat mir einfach so leid, dass ich dann schon irgendwie überlegt habe, hey, ist doch Kacke. Also das bin ich ja dann gar nicht, weil ich möchte ja für jeden da sein. Aber irgendwann muss man ganz ehrlich sagen, es geht halt nun mal nicht. Ja. Und dann habe ich, es hat eine Weile gedauert, bis ich einfach gemerkt habe, dass die Leute es verstehen. Also sie Okay. verstehen das. Ja. Und ja, habe ich auch oft genug versucht zu erklären, aber die verstehen das halt. Und dann hat mich das wirklich überrollt. Ja, und so kam dann eben irgendwann auch etwas dazu, was ich nie für möglich gehalten hätte, weil ich nie Bock drauf hatte. Ein Twitter-Account. Dann kam etwas dazu, worauf ich auch nie Bock hatte. Ein YouTube-Account. Ja. Und dann, ja, Discord. Ja, also da habe ich ganz, ganz große Hilfe gehabt von Leuten, die schon ein bisschen Discord konfiguriert haben, weil sonst Ja. wäre ich kläglich gescheitert. Ich hatte dann so quasi einen ein Startpaket bekommen und Cool. hey, also es war unfassbar. Also das sind die Zahlen gestiegen und ich wurde da wirklich, wirklich völlig überrollt. Und da muss ich sagen, Miss Ariane Barnes, und das kann ich auch natürlich, kann ich natürlich auch sagen, ja, da muss ich auch ganz, das ist die liebe Pandoria. Und Die Gute. also da ist natürlich auch ganz viel, habe ich, da weiß ich auch, sind ganz viele Leute auch neugierig oder aufmerksam eigentlich geworden. Und habe ich heute noch, und das muss ich ganz klar sagen, auch heute sage ich das noch. Also wow, ganz dickes Dankeschön. Auch wenn es vielleicht ungewollt war. Ich meine, RP ist so eine Sache, dann trifft man sich halt einfach, ne? Ja. Und wenn es halt dann einfach RP-technisch auch passt, dann spielt man miteinander. Und das ist eben so der Fall gewesen. Auch die Anfangszeiten, die waren auch sowieso, die waren Legende. Und das hat super viel Spaß gemacht, macht es auch heute noch. Und das ist einfach so ein Ding, da. Oh, ja, da bin ich so erst ungewollt irgendwie da reingerutscht und habe aber irgendwie auch teilhaben dürfen von der Community oder einfach von den Leuten oder auch andere Leute wurden dann angezogen davon. Das war so ein Schneeballeffekt einfach dann. Und da bin ich ja trotzdem super, super dankbar. Aber trotzdem möchte ich sagen, ist es, glaube ich, nicht nur. Ich meine, wenn man dann ein langweiliger Typ ist, dann gehen die Leute, glaube ich, auch ganz schnell wieder, ja. Und ich habe halt dann trotzdem versucht, weiterhin so zu bleiben, wie ich bin. Das ist eigentlich immer meine Prämisse. Egal wie viele Leute es sind, egal wie groß der Kanal wäre. Ey, Dodolos TV oder der Alex ist der Alex. Fertig. Und da Finde versuche ich ich, immer sehr darauf zu achten. finde ich, finde ich, finde ich eine sehr gesunde Einstellung. Und ich habe das ja so ein bisschen mitbekommen, dass da so plötzlich so ein Mega-Boom kam. Ja, und dann hattest du dann Ja. auch relativ zügig auch den Partner. Was heißt relativ zügig? Also, es hat schon ein paar Monate gedauert, aber du hattest ja dann irgendwie ab Ja. April, Mai, meine ich. Also um jetzt, da muss ich ganz klar sagen, um Partner, also es ist so, man hat ja, jeder, der Twitch ja so ein bisschen hat, der weiß ja, okay, also ich hatte damals noch, die Bedingungen für den Affiliate sind ja nochmal mittlerweile echt gesenkt worden. Das geht mittlerweile ganz schnell eigentlich, ja. Dann gibt es ja quasi den Erfolg, den man erfüllen muss für den Partner. Da heißt es ja dann so, ich glaube, das waren 75 durchschnittliche Ja, Viewer im genau. Monat und so weiter. Aber dann dachte ich, okay, alles klar. Also dann muss ich die 75 Viewer mal packen und dann muss ich die anderen, sage ich mal, ja, Bedingungen auch schaffen. Und dann habe ich den Erfolg und dann habe ich einen Partner. So dachte ich so, ne? Ja, nee, so ist es nicht. Nee, habe ich auch Also. viel gehört, dass das gar nicht so leicht ist dann, ja. Nein, also man muss dann schon, also ganz, ganz wichtig ist die Nachhaltigkeit. Also wenn man einmal vielleicht einen Monat irgendwo gewisse Zahlen, sage ich mal, da muss ich jetzt einfach mal so sagen, Zahlen geknackt hat. Jetzt reden wir halt gerade über Zahlen, ja. Um Gottes Ja. Willen, hinter den Zahlen, das möchte ich ganz klar hervorheben, hinter den Zahlen stecken Leute, steckt eine Community, ja. Und da bin Absolut. ich unglaublich dankbar. Aber man muss halt sagen, wenn es darum geht wegen Partner, dann gucken die natürlich nur auf Zahlen und dann müssen die nachhaltig sein. Es muss über den langen Zeitraum, es muss ersichtlich sein, dass der Kanal dennoch stetig noch wächst. Es muss ersichtlich sein, dass das Ganze auch irgendwo auf dem Level bleibt oder auch besser wird. Es Ja. muss immer auf dem aufsteigenden Ast sein. Und ich glaube, ich habe mich trotzdem relativ wenig, ich weiß, ich habe keine Erfahrung bei den Leuten, die den Partnerstatus bekommen haben, aber ich habe mich dann, ich glaube, dreimal habe ich mich beworben. Dreimal, ja.
Also da muss Okay. man immer warten, man kriegt irgendwann, vielleicht kriegt man dann Schreiben, okay, hat noch nicht geklappt, Nachhaltigkeit, muss man gucken, bla bla bla. Und dann muss man nochmal 4 Wochen warten und dann kann man es wieder probieren. Und ja, ich bin halt dann einfach mal eisern geblieben und habe dann immer so ein bisschen was dazu geschrieben. Auch die Bewerbung, da habe ich mir echt Mühe gegeben. Also ich, also texttechnisch da, ja, sollte halt was Seriöses sein auch Ja, irgendwie, die gucken ne? natürlich auch darauf, was sind das halt für Leute. Die wollen halt wahrscheinlich auch keine Marktschreier haben, die wollen halt vernünftige Leute haben, die das dann auch repräsentieren können, ne? Möglich, ja, Ja. möglich. Und da muss ich sagen, das war dann schon irgendwie, tja, ja, war dann, da hat, wie gesagt, war so ein, hat mich überrannt und ich musste erstmal klarkommen, weil das Schlimme war auch, muss ich sagen, eine Erfahrung, die ich auch machen musste. Allerdings wurde das Gott sei Dank schnell eingefangen von erstens mal der Community, von den Mods. Also riesen Dankeschön dafür. Ich musste lernen, bei so vielen Leuten, also wenn ich zum Teil 900 Leute da im View hatte, oder auch die Community viele Leute, ich musste echt aufpassen, was ich von mir gebe. Also das kleinste Wort, was ich so, ne, also es kann sein, dann, das wird für bare Münze gehalten oder es wird mir das Wort im Munde verdreht oder so. Ich musste super aufpassen, was ich jetzt zu was sage. Allerdings, was ich auch gelernt habe mittlerweile, aber das weiß ich auch so, dass ich natürlich, ich halte mich auch sehr bedeckt, wenn es um irgendwelche Meinungen geht, zu irgendwelchen Themen. Also ich versuche dann auch wirklich diplomatisch zu sein, versuche das immer recht objektiv alles zu eruieren mit dem Chat zusammen. Aber man muss auch irgendwo eine gewisse Neutralität wahren, finde ich. Weil ich weiß nicht, wer sonst oft auch so zuguckt und ich meine, hernach komme ich mit irgendeiner Meinung raus, mit der ich normal privat vielleicht rauskommen könnte, Ja. aber da verdrehe ich vielleicht irgendwelchen jungen Leuten oder irgendwelchen Leuten den Kopf und das ist halt, das will ich auch nicht. Ja? Und sondern ich möchte Ja. schon zeigen, dass man konstruktiv über die verschiedensten Dinge sprechen kann und vernünftig vor allem Dingen miteinander. Und ja, dass das Ganze so gediegen läuft wie bisher und wir eine ganz tolle, entspannte Community haben, wo ich wirklich, ich mag, also es ist sehr selten, dass wir wirklich mal die Banntaste betätigen müssen, sehr selten. Das, ja, einfach toll. Ja, wunderbar. Da kann man ja nur mal Glückwunsch sagen dazu, dass das so, so gesund, schnell und gesund gewachsen ist in den letzten Monaten. Es wurde vorhin noch eine Frage, um vielleicht mal so ein bisschen das Thema mal von den Zahlen mal wegzukommen. Gibt es denn, vorhin wurde eine Frage gestellt, gibt es denn extra für Anfänger so spezielle Server oder ist es dann doch eher, kann man dann sagen, man kann eigentlich auf jedem Server irgendwie anfangen? Also ich denke, es gibt Anfängerserver, ja. Also es gibt vor allem auch, ich meine, es gibt die Hardcore-RP-Server, die beanspruchen für sich ja so ein bisschen, dass, naja, dass das RP doch relativ authentisch, habe ich vorhin gesagt, gespielt wird. Also sprich, ich falle mal irgendwo runter, dann muss ich eine Verletzung ausspielen und muss mich ins Krankenhaus oder zu einer ärztlichen Behandlung begeben. Es gibt Server, da, keine Ahnung, fällt einer von einem Haus runter und läuft halt weiter und da sagen die halt nichts. Also das ist so, was die Auslegung von so authentischen RP angeht, gibt es unterschiedliche, nennen wir es jetzt mal, ja, unterschiedliche Grade. Und es gibt natürlich Server, da guckt man so ein bisschen über so Dinge hinweg. Aber ich finde, wenn man RP wirklich spielen will, wenn man sich mit den Regeln beschäftigt und wenn man sich wirklich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und ein bisschen vielleicht mit dem Charakter beschäftigt, dann kann ich eigentlich nur raten, dann am besten gleich auf einem vernünftigen Server spielen. Ja. Es ist machbar. Es ist machbar. Also Aber man muss ja halt vorher vielleicht, wenn es darum geht mit Steuerung und Mikrofon und allem, das ist natürlich immer wichtig bei so Servern. Also man braucht ein vernünftiges Mikrofon. Also die Ausstattung. Hintergrundgeräusche, wenn möglich, vermeiden. Also Mikrofon mit Noise Gate, irgendwas da. Also es muss schon ein bisschen was. Wenn man im Hintergrund ständig eine Katze hört oder einen Hund bellen hört, dann wird man auf dem Hardcore-Server wahrscheinlich nicht genommen. Also Also das da muss man sind auch dann gut, schon die sind ja Möglichkeit die, haben. ne, das ist ja so das Übliche, was man halt so ein bisschen beachten muss. Ne? Also wenn dann irgendwie auch Genau. ne, also wenn jetzt hier im Hintergrund irgendwie immer so ein Bagger vorbeifahren würde, ne, dann wäre das halt auch ein sehr unangenehmes Gespräch, weil es halt eben Ja, immer gestört wird, ne? Also. wenn sowas mal zwischendurch passiert, ist das nicht schlimm. Da lacht man auch manchmal drüber, weil man es dann gerade für cool verbauen kann im RP oder so. Ja, aber das grundsätzlich, wenn es das dauerhafte Fall ist, und da habe ich auch schon Spieler getroffen, die, also da war die Katze dauerhaft am Mauzen. Ja, dann irgendwann muss ich auch sagen, so, also, ja, dann versucht man es vielleicht über RP-Art irgendwie nochmal so einen kleinen Hinweis zu geben. Aber wenn sowas natürlich auch schon beim Whitelisten passiert, dann ist man da eigentlich auch schon durch. Ne? Also Ja, klar. dann, ja, muss man halt einen neuen Anlauf wagen da. Ne?
Ja, Genau. okay. Also das sind so Herausforderungen, die man halt so ein bisschen stemmen muss. So ein cleanes Mikro, gute Tonqualität, ein bisschen Charakter sich ausdenken, mit ein bisschen Tiefe, wenn möglich, um da halbwegs ein gutes Standing auch zu bekommen. So fasse ich jetzt mal einfach mal so ein bisschen zusammen. Ja, es hat ja weniger mit Standing zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, dass man überhaupt erstmal dann zugelassen wird für diese Roleplay-Server. Ja, also dass man zumindest irgendwie, ich sag mal, sagen kann, okay, ich bin geeignet. Ja, also als Startserver, ich muss ganz Nehme ehrlich ich. sagen, Startserver könnte ich echt nicht. Ich bin jetzt gerade mal, ich habe jetzt mal gerade was vorgegriffen. Also ich habe keinen definitiven Startserver, wo ich jetzt sagen kann, hey Leute, wenn ihr anfängt, fangt da an. Den habe ich leider wirklich nicht. Also, weil da ich selber nur auf This is Life angefangen habe und danach direkt auf Lucky Five gespielt habe und seitdem auf keinen anderen Server. Und ich bin zufrieden dort. Die Community ist toll, der Support ist toll, das Team ist toll. Man wächst mit seinen Aufgaben im Endeffekt, ne? Dann Ja. wahrscheinlich einfach probieren, einfach machen und dann, wenn man drauf ist, ist man drauf. Ja. Genau. Man kann es ja probieren. Genau, Man kann es ja genau. probieren. Es tut nicht weh. Ich meine, ich sage immer so, das Nein hast du ja sowieso schon. Ja, eben. Und machen wir aus dem Nein ein Ja. Genau, so sieht es nämlich aus. Jetzt hast du natürlich eine super, mega tolle Community und viele sind heute auch hier. Hallo erstmal. Ja. Aber warum ist es die Lattenzaun-Community? Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, also einmal ist mir das im Real Life auch schon passiert. Also ich weiß gar nicht mehr, war es in der Schule oder ich weiß nicht, irgendwer oder was damals in der Ausbildung. Irgendwer hatte damals zur Rautentaste, also hat da einer Lattenzaun gesagt. Ja, und das ist vor Ewigkeiten gewesen. So. Und dann ist es halt so, dass wir im RP, Larry Skinner ist halt so ein Charakter, der hat es mit der Technik nicht so. Also der ist so mit so Social Media, Computer, Handy, also alles, was zu technisch ist, ist schon echt Müll. Und dann kamen da Leute an, die nutzen hier Wörter wie Hashtag und Raute und ja, Skinner ist völlig überfordert mit solchen Sachen, ja. Und dann sagte er, ach so, diese Taste, also Lattenzaun, ja. Und das war dann irgendwie so einmal im Spiel und da haben sich die Leute, die Community so beömmelt im Discord auch und irgendwie, keine Ahnung, dieser Lattenzaun war dann ständig präsent und dann wurde irgendwann einfach, es muss man ganz klar sagen, da wurde die Lattenzaun-Community draus. So kam das. Das war eigentlich so ein Community-eigenes, geborenes Kind, wenn man so will. Also eigentlich aus einer sehr lustigen Situation heraus, ja. Ja, Weil, genau. ja, okay. Das sind ja im Endeffekt immer so die coolsten Sachen irgendwie, ne? Ich meine, da gibt es immer so. Es hat ja noch ein bisschen was mit, man erinnert sich so ein bisschen zurück. Man erinnert sich daran, dass man als Streamer und zusammen mit der Community auch eine gemeinsame Geschichte hat. Das sind Ja, ja nachher so natürlich. diese kleinen Eckpfeiler, die das Ganze so ein bisschen, ich sag mal, zusammenhalten, so ein bisschen aufbauen. Dann erinnert man sich zurück, kann eine lustige Anekdote erzählen. Ja, das ist cool. Ah ja, okay. Aus den Hashtags wurde ein Lattenzaun. Das ist natürlich, das ist natürlich eine ziemlich coole Nummer. Sehr schön. Wir hatten vorhin noch die Frage gestellt bekommen, wie ist es, wenn man nebenberuflich dann plötzlich Erfolg hat mit Twitch, mit Steuern und so weiter. Ich würde gerne die Frage irgendwie so geschickt irgendwie nur ganz kurz beantworten. Dann Ja. muss man halt ein Gewerbe anmelden, ein Kleingewerbe erstmal anmelden und dann muss man halt einfach beim Finanzamt bei der Steuererklärung angeben, wie viel Geld man über Twitch halt eingenommen hat. Und dann muss man halt eine Steuer drauf zahlen. Ja. Ja, wobei ich füge jetzt einfach noch hinzu. Wie gesagt, ja, klar, ab den ersten Euro, den man irgendwie verdienen kann, Kleingewerbe anmelden, kostet nicht viel, tut auch nicht weh. Und dann kann man als Kleingewerbe funktionieren und dann hat man mittlerweile im Jahr, ist ja ein Freibetrag, Steuerfreibetrag bis 24,5 ist ja frei. Erst wenn man da rüberkommt, dann wird es kompliziert. Und Genau. solange man darunter ist, ist eigentlich alles nur mit in der Steuer angegeben und das ist, ja, dann ist es noch, also dann ist es eigentlich noch entspannt, ja, und gut ist. Und ganz wichtig, Aber. Impressumspflicht. Das sage ich immer wieder. Impressumspflicht wird interessant ab 2022. Ja, das wird spannend. Für die ein oder anderen Streamer, die natürlich nicht alles verraten wollen. Ja. Es gibt ja Mittel und Wege. Da können wir uns auch nochmal unterhalten, wenn du noch ein paar Fragen hast. Ja, also ich stehe zur Verfügung. Sehr gut.
Jetzt müssen wir natürlich so ein bisschen auf die Zeit gucken, ne? Es ist ja heute ein besonderer Tag, wie gesagt. Da Ja, stand wenn ja es was mal an. du, wenn es 5 Minuten länger dauert, ist auch nicht schlimm. Plus Also minus das Keks. kriegen wir. Ich will ja nicht, dass du Mecker kriegst. Nee, kriege ich nicht. Das Alles Programm klar. entscheide ich auch irgendwo mit. Also bei mir zumindest. Okay, dann pass mal auf, dann stelle ich mir noch. Es gibt immer so diese eine besondere Frage. Beziehungsweise man kann sie auch umwandeln. Man sagt ja mal, gab es irgendwie einen besonderen. Ich frage dann mal, gab es einen besonderen Moment, ob traurig oder schön, der dich sehr stark geprägt hat? Ein Moment, du meinst beim Stream her, der mich stark Noch geprägt nicht hat? mal groß im Streamen, gab es irgendwie einen Moment in deinem Leben, der dich so sehr geprägt hat, dass du heute der bist, der du bist? Etwas, wo du, ich sag mal, so einen Schlüsselmoment hattest im Leben, so einen Aha-Moment und oder vielleicht einen Moment, wo du gesagt hast, irgendwie auch Jahre danach gesagt hast, okay, aus dem und dem Grund ist das und das gekommen. Gab es da mal sowas irgendwie bei dir? Also ich muss sagen, also aus meiner ganz alten Zeit, ich habe ja in der alten Zeit habe ich mal in einer Diskothek gearbeitet. Also ich hatte mal angefangen an der Bar, hatte da dann natürlich in diesem Club, ja, wo immer wieder Leute, immer die gleichen natürlich auch nach einer Weile immer kamen, kennengelernt. Und es war halt natürlich auch, sag ich mal, es ging mehr so in den Elektrobereich, also hier Techno Trance war das damals so, das war so das Nonplusultra eigentlich, ja. Und da waren natürlich auch einige Leute dabei, wo man einfach zusehen musste, aufgrund schlechter Einflüsse und schlechte Dinge, die sie mit sich machten, wie sie so langsam irgendwo, ja, wieder einfach so irgendwie, dass das Leben so bei manchen irgendwie den Bach runterging. Und das hat man so miterlebt. Und dann habe ich mir immer gedacht, verdammte Axt, nein, also ich möchte nie irgendwie auf so ein Level kommen. Ich möchte immer gucken, dass ich mit beiden Beinen so weit zumindest auf den Beinen stehe, dass auf der Erde steht, dass ich hier auch, wie gesagt, für mich, dass ich so mein Leben für mich immer im Griff habe. Also das Schlimmste für mich war immer, das kam auch schon vor, dass ich mal vielleicht einen Monat mal arbeitslos war, mir erstmal wieder mal einen Job gucken musste. Es hat zwar auch immer geklappt, da war ich auch fleißig, habe auch Dinge gemacht, die mir dann vielleicht nicht so viel Spaß gemacht haben oder vielleicht auch bezahltechnisch nicht so gut waren. Das ist halt eine Zeit, die überbrückt man dann. Aber das war für mich wichtig, dann immer, sage ich mal, was das angeht, Gas zu geben und auch nötigenfalls mal zurückzustecken, wenn eben das nicht so läuft. Und das, denke ich, ist so eine Lektion, die ich auch heute noch irgendwo mitnehme und wenn es nötig ist, dann eben einfach davon zehren kann. Stark. Ja. So, willkommen in Totos Arenal. Nein, in Totos Arena. Ist ein Ausrufezeichen, kein Oha, habe ich den nicht ausgemacht. Ah, ja. L. Alles Oh gut. Mann, Der ey. Ritter fetzt, alles gut. Ja, der Ritter fetzt, ja. Ach, sehr gut. Warte mal. Und gab es dann genau Hashtag Leseskills. Das hat sich bei mir auch so eingebürgert, ne? Wenn wir mal beim Thema sind, was so an Running Gags in der Community drin sind, ne? Bei mir sind es die Leseskills. Ich fliege manchmal drüber und lese manchmal Dinge, die da einfach gar nicht stehen. Ja, das ist dann so eine Stärke von mir, Ja, okay. ja. Gab es denn als Pendant irgendwie einen besonders schönen Moment? Natürlich, als ich meine Frau kennenlernte. Und wie hast du sie kennengelernt, wenn man fragen darf? Nein, das ist ein Geheimnis, Ein das Geheimnis. Okay, alles klar. ja, Das ist ein das Geheimnis. Liebe Lattenzaun-Community, das bleibt ein Geheimnis. Ja, ja, das tut mir das leid. ist. Aber Nein, ja, also okay. da ist es so, also was so, ich versuche natürlich trotzdem, muss ich sagen, so die privaten Sachen versuche ich, also solange es nicht zu privat ist, ist es okay, aber die meisten Dinge versuche ich immer gerne so ein bisschen, naja, da versuche ich die alle so ein bisschen abzuschirmen. Ne? Nee, das ist vollkommen okay. Das ist vollkommen okay. Das, Genau. naja, das hat ja auch Gründe. Ja, das sind ja dann auch so Erlebnisse, die hat man einfach für sich und das ist dann auch für sich. Und das ist vollkommen okay. Gab es dann aber als Streamer einen besonders schönen Moment? Als Streamer. Meine Güte. Also ich muss sagen, die schönsten Momente, muss ich ehrlich sagen. Also die schönsten Momente waren sowas wie irgendwelche Community-Abende. Also ganz ehrlich,
Nein, ich kann es nicht festlegen. Ich kann es nicht festlegen. Es gab ganz tolle Dinge. Es gab tolle erste Mal, was ich ein Unboxing, was ich mal gemacht habe. Das hat mir zum ersten Mal, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Dann bekomme ich oft Komplimente oder sagen oft wieder, ach, da tolle Stimme, eine beruhigende Stimme. Ich lese natürlich auch gerne was mal was vor. Also das mache ich auch im Stream zwischendurch. Die Community schreibt Fanfictions, also sie schreiben Oh. sich selbst auserdachte Geschichten über die GTA Roleplay-Charaktere, die in Larry Skinners Umfeld so sind. Cool. Und dann lese ich diese Geschichten dann auch vor. Und weil die dann auch sagen, ach, die Lesestimme ist dann auch so schön. Und ja, ich mache das aber auch gerne. Ich lese gerne vor. Und ja, also ich finde es toll, auch als Streamer so schön viele Sachen auch ausprobieren zu können. Und die Community ist halt dabei. Und das ist das. Das ist einfach schön. Also ich kann nicht diesen einen Moment, den habe ich nicht. Also es sind ganz viele. Ich kann mich nicht festlegen auf einen. Ja, ich weiß, was du meinst, dass man da sich manchmal nicht so ganz festlegen kann, vorlesen oder sich ausprobieren kann. Ja, wenn man sagt, okay, man liest irgendwie gern vor, macht irgendwie ein Unboxing. Und die Leute sind auch einfach da, weil die den Alex cool finden und nicht, weil sie das Spiel cool finden. Und das ist halt richtig viel wert, und das macht halt eine Community halt auch aus, ne? Und jetzt Ja. lese ich auch gerade, von meinem Moderator, vom Doofkater, wäre der Alex nicht was fürs Weihnachtsmärchen? Alex, ich sehe uns schon beide, wie wir hier im abwechselnd Weihnachtsmärchen vorlesen. Ja, also das schreiben wir uns mal hinter die Löffel. Klingt spannend. Ja, und dann kann man ja mal so irgendwie so einen Leseabend machen. Ja. Und da kam der Knecht Ruprecht, Mit seiner packte Rute. seinen Knüppel in seinen Sack. Züchtigte die freche Bande, Echt die mal. wartete. Echt mal. Ja. Hinter ihm schneit's. Es ist dunkel. Ah, Ja, schön. spannend. Ich bin sehr gespannt, was so die Zukunft bringt. Mein lieber Alex, was stellst du dir für die Zukunft vor? Also für die Zukunft, ganz ehrlich, ich stelle mir einfach vor, dass ich hoffentlich weiterhin so viel Spaß haben kann. Ich möchte das Stream, wenn ich länger nicht streamen würde, dann vermisse ich das irgendwie auch. Ja? Da vermisse ich die Leute. Das ist dann schon, also da denkt man schon an die Leute, so die Community, wie geht es denen jetzt allen und so. Ich möchte einfach weitermachen. Ja, ich möchte natürlich aber auch Zeit finden, andere Titel, andere Spiele mal auszuprobieren. GTA ist natürlich zwar jetzt momentan immer noch so das Gros, aber ich werde weiterhin nach wie vor verschiedene Dinge ausprobieren wollen und hoffe einfach, dass ich ja, mich so, auch so wie heute austauschen kann mit den verschiedensten Leuten, dass man fachsimpeln kann über das Spiel, was vielleicht gerade aktuell angesagt ist, fachsimpeln kann über irgendwie sonstige Dinge, manchmal gibt es hier irgendwelche, dann gibt's Fragen des Lebens, der Einstellung, der was weiß ich was. Ich finde es toll, über alle möglichen Dinge zu sprechen. Vor allem finde ich es aber auch toll, die unterschiedlichen Erfahrungen einfach auch mal immer wieder zu lesen. Ich habe festgestellt, das soll jetzt kein Roundhouse-Kick sein, was jetzt heißt, das ist die ganze, alle, die im Internet sind, die sind so. Das ist nicht der Fall. Nein, was ich halt festgestellt habe, Corona war auch so eine Sache, glaube ich, die hat viele Leute vor die Bildschirme getrieben. Und ich habe festgestellt, dass manchmal waren oft, wie soll ich sagen, deprimierte, depressive oder manchmal auch so ein bisschen traurige Töne dabei, wenn so die Leute so ein bisschen erzählt haben, wie es ihnen so geht, wenn man mal so fragt, wenn man mal sowas liest. Und ich habe ganz oft immer dann das Kompliment bekommen, hey, es ist so schön entspannt bei dir, es ist so toll, man kann einfach auch mal abschalten bei dir im Stream. Man kann abends einfach mal abschalten. Und ich hoffe, dass ich für die Zukunft weiterhin eine Anlaufstelle sein kann, wo die Leute einfach abends ein bisschen Zerstreuung finden, abschalten können, wo wir ein bisschen lachen können, wo die Community nach wie vor cool bleibt und wo wir nicht irgendwelche Hater drin haben, die den Chat oder die irgendwas versauen. Ich meine, gut, da reagieren wir dann entsprechend. Aber ich möchte einfach hoffentlich für die Zukunft weiter eine Anlaufstelle sein für die Leute, die so ein bisschen ja, einfach mal abgelenkt werden wollen, die einfach mal wieder ein bisschen einen angenehmen Abend finden und suchen. Ja. Ja, Das ist das Ziel. schöne Worte, ja.
Finde ich sehr, sehr schön. Ja, das mit dem Corona, da habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht und habe auch ähnliches Feedback bekommen. Ja, es gibt dann natürlich dann auch so Momente, wo dann auch die Leute so, ich sag mal, dann doch, wie du schon sagst, irgendwie einfach nur zum Abschalten, einschalten. Ja, Ja, genau. und ich glaube, wenn man seiner Linie treu ist und den Spaß, den man an der Sache hat, die man halt macht, ja, dann ist es für die Leute, die es dann halt, die sich dafür interessieren, zuschauen, entsprechend halt auch ein absoluter Mehrwert. Ja, mein lieber Alex, bleib dann auch bitte so und sei weiterhin der coole Cowboy, der du bist. Sag doch einmal für mich, wir sind ja hier unter uns, sag doch einmal, Howdy. Nein, das soll ich nicht für dich sagen, das soll ich jetzt für deine Frau sagen, sei ehrlich. Okay, natürlich. Howdy, ladies and gentlemen. Ich finde das total stark. Aber ich entlasse dich noch nicht, weil bei mit Schirmscham und Ja. Mikrofon gibt es am Ende immer noch mal fünf schnelle Fragen. Ja, gerne. Das heißt, schnelle Fragen und ich muss langsam antworten, oder wie? Ja, also keiner hat noch, also noch niemand hat schnell drauf geantwortet, aber es sind halt Fragen, die wir jedem stellen, ja. Okay, Genau, bin ich dabei. eine Sache muss ich aber noch teasern. Jetzt, wenn dann natürlich noch einer. Es gibt noch eine geheime Sechste. Eine Siebte. Okay, alles Okay, klar. fangen wir an. Erste schnelle Frage, da wird sich Foxy natürlich danach gleich auch nochmal freuen. Grüße gehen raus an dich. Also, erste schnelle Frage: Welche drei Dinge würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Ein Messer, ein Seil und ein langes Tuch. Okay. Du machst mit dem Messer was? Und mit dem Seil und mit dem Tuch baust du ein Segel. Eine Unterkunft, ein Segel, ich habe etwas Wärmendes, ich kann mich dran einwickeln, ich habe ein Werkzeug, mit dem ich Nahrung auseinandernehmen kann. Stark. Gut. Ja. Ja, das ist Survivalist, Alex hier. Wahnsinn. Welches Spiel hast du gesuchtet bis zum geht nicht mehr? Borderlands 2. Hat man vorhin ganz kurz, ne? Reis, Kartoffel oder Nudel? Nudeln. Welchen Streamer schaust du am liebsten? Puh, soll ich das sagen? Und da doch, das sage ich natürlich. Natürlich, frag doch. Da hat mich aber meine Frau drauf gebracht, aber ich mag ihn sehr. This E-Guy. Ja, da habe ich auch schon reingeguckt. Schau doch mal rein. Das ist cool. Hat mir auch gefallen. Foxy, die Frage mache ich, die stelle ich jetzt nur natürlich nur für dich. Ja? Butter unter die Schokocreme oder keine Butter unter die Schokocreme? Ey, natürlich kommt auf ein frisches Brötchen, auf einen Toast, der gerade schön heiß aus dem Toaster kommt, auf ein frisches Brot Butter. Reichlich. Dann wird reichlich eine Schicht Nutella darüber gegeben. Und es schmeckt einfach so lecker. Wie diese Frage einfach immer diese Community spaltet. Das ist Ja. immer wieder schön. Das ist Abstimmung, so, ja, Abstimmung, Butter, jawohl. Abstimmung. Ist das schön. So, genau, die Frage war für Tommy. Ach, die Frage war für mich. Ach Aber so. hey, aber darf ich dir eine Frage stellen? Ja, gerne. Pizza Hawaii, ja oder nein? Nein. Gott sei Dank. Also ich habe das bis heute nicht verstanden, was Ananas auf einer Pizza zu suchen hat. Das Ich geht verstehe bis heute nicht. noch nicht, warum man solche tollen Früchte, also Ananas mag ich super gerne. Also kalt. Aus so richtig so frische Ananas. Die schmeckt so lecker. Ja. Warum versaut man diese ganzen Dinger, wie zum Beispiel Pfirsich, auch super lecker? Und dann, warum macht man das Zeug warm? Ja, und macht es dann irgendwo auf Toast, in Soßen, weißt du, Soßen, die Bratensoßen, die einfach gut und herzhaft schmecken. Und dann versüßt man das mit diesem ganzen ekelhaften Zeug. Also ich sage immer, die beste Pizza Hawaii ist die frisch aus dem Ofen, ab in den. Nein, ich sag's jetzt nicht, das ist ja gemein, sonst macht ihr das. Also wir sind ja Umweltschützen und wir wollen nicht Essen verschwenden, ab in Mülleimer und so. Ja. Also ja, Foxy hat nochmal die Frage gestellt, auch an mich, und bei mir muss, wenn es richtig geil sein soll, muss halt Butter drunter.
Ja, unter die Nutella. Also das geht nicht anders, ja. Ja, und Toast, ganz wichtig, Toast. Butter muss drauf, wenn er ganz heiß aus dem Toaster kommt, so dass die Butter zerlaufen kann, dann muss ganz schnell, egal was, ob es Marmelade ist, ob es Nutella ist, ob es Wurst ist, ganz schnell drauf, solange es noch heiß ist und dann auch essen, solange es noch heiß ist. Genau. Und das sieht bei mir dann so aus, dass ich quasi eine Toastscheibe immer reinmache. Das Timing ist genau ausgelegt darauf, das Brot zu schmieren und zu essen, dass ich auch das nächste frische, heiße Toast rausnehmen kann. Ist das doof. Das Timing ist dabei das Wichtigste. Ja, richtig. Das Timing, ja, das ist ganz entscheidend. Und jetzt kommt noch die ultra geheime, schnelle Frage, nur für dich und ganz exklusiv, ja. Team Leo Schlüppi oder Team No Leo Schlüppi? No Leo Schlüppi. Ich merke schon, ja, Leo Schlüppi. Also du bist Team No Leo Schlüppi. Ich hänge mich da auch so ein bisschen dran. Also ich bin auch Team No Leo Schlüppi. Ich finde es auch nicht schön. Ich glaube, da sind einige gerade enttäuscht. Naja, nee, das ist so, ne? Der Roleplay-Charakter findet's geil, der dahinter nicht. Ah, schön. Ich finde diese Emotes, die finde ich ja mega gut, ne? Also, da schon mal Hut ab. Community-Made, muss ich ganz, ganz klar an die Community abgeben. Mega, mega Arbeit. Also da sind ganz tolle Künstler und Zeichner dabei. Das sind Memes, also hier Meme-Ersteller, es ist alles dabei hier. Das ist ja, man muss wirklich dazu sagen, also das ist eine sehr kreative Community. Ich glaube, unser Thumbnail, das Bild, was mir geschrieben war auch eine Fanart, ne? Ja, richtig. Das Bild von mir, für dich da, für das Thumbnail war auch eine Fanart. War also unglaublich. Das sind echt gute mega Leute dabei. Gut. Das ist unfassbar. Also ich bin jedes Mal sprachlos, wenn ich da so manche Dinge sehe. Super. Klasse. Mensch, wie schnell mal so eine Stunde irgendwie rum ist. Ich finde das immer so. Das ist der Hammer. Ich finde das immer so. Wahrscheinlich ich noch länger sprechen können. Ja, absolut. Also wenn es nach mir ginge, kann man da so 2-3 Stunden durchschnackeln. Das Vorgespräch tatsächlich hat ja, man kann es ja sagen, man hat immer vor mit Schirmscher-Mikrofone, Mikrofonen mache ich immer so ein Vorgespräch mit meinen Gästen. Ja. Ich glaube gar nicht, wie lange haben wir geschnackt? 2,5 Stunden. Waren das ja, schon, glaub, ne? Das war sehr lang, ja. Haben wir echt lange gequatscht, ja. Da aber haben wir lange geschnackelt, ja. Das war sehr, sehr witzig, sehr, sehr cool. Und mit Schirmscharm-Mikrofon ist natürlich so ein Format, wir wollen natürlich nicht immer, jede Folge immer nur einen anderen Gast haben. Es wird auf lange Sicht hinaus auch so laufen, dass wir hin und wieder Gäste wieder mit einladen. Nochmal einladen, weil wir auch gemerkt haben, also wenn ich von wir spreche, das ist ein gemeinsames Format von mir und New Venture TV, wollen wir die Gäste auch nochmal einladen. Meinetwegen im halben Jahr oder ein Jahr oder vielleicht irgendwie früher, keine Ahnung, wie auch immer, wenn du sagst, hey Alex, Tommy, das war super cool, lass uns 4 Wochen nochmal schnacken, da habe ich auch kein Problem mit. Ansonsten ist das ein Format, wo die Gäste natürlich immer wieder gern gesehen sind und nochmal mit uns schnacken können. Tatsächlich. Also ich bin auf jeden Fall dabei. Also das macht mir Spaß. Es ist eine schöne Atmosphäre hier. Es sind auch coole Leute hier. Und also dann können wir gerne wieder machen. Super. Mein Lieber, jetzt hast du noch was vor. Darf man fragen, was? Ja, jetzt geht es dann halt gleich nochmal los mit GTA Roleplay, weil heute gibt es einen speziellen Termin. Heute gibt es eine Hochzeit, auf die so gefühlt der halbe Server wartet. Und Skinners Freundin wartet wahrscheinlich schon. Also gehe ich jetzt mal stark von aus. Und dann werden wir jetzt so also langsam mal einsteigen. Jetzt, und dann, dann heißt es wieder erneut, Larry Skinner ist unterwegs, ja. Der Gute. Dann bestelle gerne schöne Grüße von einem geheimnisvollen Tommy. Der geheimnisvolle, also. Der geheimnisvolle Tommy. Oder, keine Ahnung. Ich bin sehr, sehr unkreativ in den Dingen, besonders wenn ich es mir in 5 Sekunden ausdenken muss. Aber es ist kein Problem. Mein lieber Alex, es war mir wirklich ein inneres Blumenpflücken und ich freue mich, wenn wir demnächst mal wieder mal schnacken können. Ja, sehr gerne. Also es hat mich auch sehr, sehr gefreut. Die Zeit war gefühlt, also man hätte noch viel weiter schnacken können. Wahrscheinlich sind vielleicht noch ein paar Fragen dann offen, aber vielleicht kann man die ja sammeln. Ja, gerne. Also wir können gerne sammeln, klar. Und ansonsten gerne, gerne wieder. Also hat mich auf jeden Fall gefreut. Schön. Super.
Dankeschön. Dankeschön. Alles klar. Und an der Stelle ist die Folge natürlich hier für den Podcast natürlich auch vorbei. Lasst natürlich gerne ein Like, ein Abo und das Glöckchen natürlich da. Und klickt auf die Gästeliste in der Videobeschreibung und lasst natürlich, drückt alle Knöpfe bei unseren Gästen. Das sind wirklich tolle Menschen. Und in diesem Sinne sind wir raus. Bis dahin. Ciao. Audi.